ist Rosa und ich möchte das Projekt Brückenbauerin vorstellen. Das Projekt ist gemeinsam im Treffpunkt Freiburg e.V. entstanden und im Haus des Engagements und wird durch die Finanzierung von der Deutschen Postcode-Lotterie ermöglicht. Warum Brücken bauen? Wir möchten in Angesicht der aktuellen politischen Lage, aber auch mit Blick auf die gesellschaftliche Polarisierung sehen wir einfach einen sehr hohen Bedarf, einen Dialogbedarf, Integrationsbedarf, damit wir als Menschen auch in Zukunft und auch jetzt schon harmonisch miteinander leben können, auch Menschen aus verschiedenen Kulturen. Wir haben gerade eine Engagementstrategie entworfen, entwickelt, auch in einem partizipativen Prozess. Und die Brückenbauer-Projekte sind da explizit auch genannt. Was sind Brückenbauer? Also der Begriff sagt ja eigentlich schon ganz viel aus. Sie kommen eine Kultur in die andere und sie verbinden auch. Eine Brücke verbindet für mich ganz viel. Und gleichzeitig sind sie aber auch Türöffner. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist die Multiplikatorfunktion. Brückenbauer wirken ja nicht nur in ihrer Gruppe, sondern sie wirken weit darüber hinaus. Also ich bin Nelson. Ich bin Lola und wir machen eine kreative Nährwerkstatt. Mein Name ist Götz Baumeister, 77 Jahre alt. Mein Projekt heißt Miteinander. Ich bin Jorinde und ich bin Erlebnispädagogin und seit 2 Jahren begeisterte Geodombauerin. Wir sehen uns als Brückenbauer, weil wir schon lange hier leben und wir kennen die Unterschiede von den Kulturen, die wir hier haben, sowohl die Immigranten als auch die Deutsche. Und wir wollen durch den Projekt einen Raum geben für die Migranten und die Deutsche, damit sie sich treffen und zusammen etwas Kreatives zu gestalten. Und das führt zu Vielfalt und Zusammenleben von beiden Kulturen. Also beim Miteinander geht es darum, mehr oder weniger, man hat frühmorgens einen Sprachkurs, das ist 20%, und dann kommt der Nachmittag, die Freizeit, das Wochenende, und da geschieht gar nichts. In dem Sprachkurs kann ich nichts ändern, das ist der europäische Referenzrahmen, aber ich kann ergänzend nachmittags und abends und am Wochenende irgendwelche Bausteine anbieten und dafür brauche ich Helfer, 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 Sprachpaten, Hausarbeit, Hausaufgabenbetreuung und dergleichen. Das ist eigentlich die Idee des Projektes. Also ich möchte meine Begeisterung über geodätische Dome weitergeben, über Grenzen hinweg an viele Menschen, viele verschiedene Menschen, und fühle mich hier bei den Brückenbauerinnen besonders gut aufgehoben, weil das eben auch so vernetzend wirkt und ich aufgezeigt bekommen habe, mit wem ich mich wie vernetzen kann. Ich glaube, wir wollen auch die Menschen ermöglichen, sich anders auszudrücken als nur mit Wörtern, weil meisten haben Sprachprobleme oder können überhaupt die Sprache noch nicht sprechen. Und deswegen wollen wir einen Raum geben, wo sie das anders tun können. Ich baue Brücken zum Beispiel, indem wir im Winter Schlitten fahren gehen mit einer Syrerin und ihrer Tochter. Wir bringen 2 Schlitten mit, wir treffen uns am Bahnhof, wir fahren hoch in den Schwarzwald und dann fahren wir den Berg runter. Dann stellen wir aber fest, dass die Tochter mit einer Handtasche gekommen ist und einer dünnen Hose. Und wir haben das natürlich mitgebracht, wir haben dicke Stiefel mitgebracht. Wir haben einen Rucksack mitgebracht und danach gehen wir Tee trinken. Und es war ein Riesenspaß. Und Sie haben zum ersten Mal in Ihrem Leben Schnee erlebt. Ich sehe bei meinem Geodom das Brückenbauende darin, dass es so in viele Richtungen hin Menschen verbinden kann und ermutigen kann, kreativ zu werden und sich etwas zu schaffen, worin man weiter träumen kann. Also etwas, was einen schützt und dann wieder zu neuen Träumen ermutigt. Das Brückenbauer Projekt hat mir persönlich viel gegeben. Ich habe sehr viel gelernt. Ich kann gar nicht erklären, was alles. Zum Beispiel
war mein Ausgangspunkt Integration, aber das hat sich jetzt geändert in ein Miteinander. Das ist ein Riesenunterschied. Wir haben auch viel gelernt in der Zeit, wie man verschiedene Sachen gestalten kann, wie man Projekte angehen. Das hat auch viel dazu beigetragen, dass wir jetzt mit unseren Nähwerkstattprojekten gestartet haben. Wir wurden ermutigt, weiterzumachen. Wir haben uns gegenseitig ermutigt. Wir wurden sehr ernst genommen. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Wir hoffen natürlich, dass auch in Zukunft die Brückenbauerinnen das Haus des Engagements als einen Ort sehen, als eine Möglichkeit, wo sie sich vernetzen können, wo sie Unterstützung erhalten, und wünschen uns, dass sie auch langfristig bei uns erhalten bleiben.